Good morning. Ich habe mir mal seit langem wieder Schuhe bestellt und Wifi hat nichts davon gewusst und wollte die sehen und jetzt packe ich sie für euch und für sie aus. Hallo erstmal. Hi. Okay. Nikes, ist bereit? Ja. Tada. Sind das nicht diese Dunks oder ja, so? Ja, Nike Dunks. Mit so eine Special Edition mäßig. Findest du nicht gut? Gefallen sie dir nicht so? Ich habe nochmal mit Niklas, dem Fashion Demon, gecheckt. Der hat gesagt, die sind approved. Aber ich bin ein bisschen spät zur Party, wie immer. Die sind, der Hype von denen ist weg. Aber ich will, dass man dein Gesicht sieht. Dieser Blick, als ob das die hässlichsten Schuhe ever sind. Genau. Wollen wir mal an deinen Schuhschrank gehen und gucken, was du für Schuhe hast? Also, guck mal, das okay. Ding ist, okay. Also, es ist nicht so mein Fall von Schuhen, weil ich mag das halt nicht, wenn die Sohle so dünn ist. Ich mag halt eher Plateauschuhe so. Die Farbe ist okay. Toll. Hä? Grau? Sieht halt eher so ein bisschen blau. Ja, aber ist doch geil. Das hat doch voll den geilen Touch. Ja, und ich bin Hater. Also jeder läuft einfach ein bisschen schmarrn. Ja, aber nicht in dieser Farbe. Ja. Und auch vor allem nicht so in Rot, Gelb, Grün, ey, Orange. Ich kann's, solange aber ich kann es dir. Mini. Komm, einmal deine Stirn einmal her. Haters gonna hate, buff. So müsst ihr die Hater stiff haben, wenn euch etwas nicht gefällt. Immer Tipps fürs Leben hier bei The Life of Splash. Ich hab dich angerufen, wollte natürlich wissen, wie scheiße dein Tag ist. Normal, jeder hat einen Scheißtag immer. Und wollte dich überraschen. Denn, Nunzio, wir gehen am 8. Februar gemeinsam zum Premier League Darts. Woo! Ob, korrekt, ja, aber warum, wie kommt's? Geil, Mann. Habe ich mich drum gekümmert. Benji ist am Start, Niklas ist am Start, du bist am Start und einen Auserwählten will ich noch mir mitnehmen, aber ich weiß noch nicht, wer das ist. Aber du bist auf jeden Fall am Start. Was du bekommst, Digga, Todes. Ich bekomme ja nicht! Haha, dann habe ich ja mein Geld wenigstens wieder raus, was ich für dich. Ja. We good, brother, we good. Es geht nicht ums Geld, sondern ich hab probiert, dafür Tickets zu bekommen und hab sie bekommen und es wird wild. Ich hab so Bock auch auf Luke Littler und so wieder, ne? Für mich dann wieder diese richtige Motivation, dann auch daily besser zu werden. Das wird nochmal so richtig geil und ihr könnt euch schön wegscheppern. Ich kann euch schön dabei filmen. Also nur Win-Wins. Wenn Niklas auch wirklich trinkt und Benji, dann bin ich da. Ja. Die werden bestimmt sehr steil gehen an dem Tag, bin ich mir sicher. Vielleicht frage ich noch Coach Waller. Das war so unseren Coach. Und Coach, weißt du ja, Coach schießt sich dann auch anders ab. Coach ist wirklich, den muss man dann auch festhalten. Ja, den muss man dann auch so nein, hör auf und so. Er würde so nackt wahrscheinlich auf Bühne rennen und so 180 probieren zu werfen oder so. Wer sich meine Story gestern angeschaut hat, der weiß das ja schon. Morgen gestern, weil ich mache ja gerade den Vlog. Boah, das ist das wild, Alter. Ich rede in die Zukunft und in die Vergangenheit gleichzeitig. Ich werde den Kommentator bei Hand of Blood für Eintracht Spandau machen ab Montag. Das erste Mal und die sind ja in der Baller League und inwiefern ich mit der Baller League auch, was ich dafür mache und inwiefern ich da involviert bin, erzähle ich euch jetzt. Erstmal so Intro dazu, was ich gleich sagen werde, das ist auch wild. Genau, mal einmal den Kommentator da montags, das wird, denke ich, sehr wild, wenn Hand of Blood nämlich nicht in Köln ist, dann wird er da auch mit am Start sein, das wird, denke ich, eine sehr funny Nummer. Ein Duo, wir sind sogar ein Trio, da ist noch ein Kollege mit dabei, aber ja, eine Kombination, wo man jetzt nicht unbedingt mit rechnen würde, aber die trotzdem wild sein kann. Apropos das, damit den Song of the Day, Mile High, Travis Scott und Jake Paul. Travis Cicotto. Wie heißt der Track? Song. Hä? Mile High. Alter, ist das peinlich. James Blake. Jake? Damn. Wie dumm bin ich? Also, nochmal. Ja? Unerwartete Kombinationen, die gut funktionieren könnten. James Blake und Travis Cicotto. Mile High. Absoluter Banger. Musikvideo im Banger. Das Lied ist deep, goes beyond. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Wirklich. Boah, hab ich auch ein bisschen lang durchgezogen, aber es ist halt auch tatsächlich ein absoluter Banger. Naja,
Wir sind Kommentator in der Ballers League und machen zeitgleich noch Content für Xing. Ja, Xing ist der Hauptsponsor von der Baller League. Das heißt, wir sind so mehr oder weniger da auch mit drin. Heute haben wir das erste Mal ein bisschen Material bekommen. Vom Draft wird es ein Video geben. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was ich da so zur Verfügung bekommen habe. Da haben wir den Monte Abi, ja, am Start. Wen haben wir hier? Oh, nochmal Monte Abi, Gönnergy, Lukas Podolski, oh, Contra K, Dicker, alle am Start, ja. Knossi am Start, Digga, die ganze Gang, we wild, we lit. Ja, und was ich da drin suche, ja, nicht. Physisch zumindest nicht, zumindest zum Anfang nicht geplant. Ich mache ein paar Voiceover und arbeite wieder wie immer. Und euch nehme ich da mit. Und ich habe auch schon genau in meinem Kopf, was ich für einen Clip vom Draft machen werde. Wer das geguckt hat, weiß, dass der dass es so einmal so ein kurzes Quiz gab und da gefragt wurde, wie viele eingetragene Vereine man denkt, wie viel es in Deutschland gibt. Und dann haben die Leute so, ne, so Sachen auf eine Tafel geschrieben. Sowas ist immer, funktioniert immer endgut, ja, also ich prophezeie schon, dass das ganz funny werden könnte, ja, muss ich nur schauen, dass ich blöd genug gehen kann und Material bekomme ich dafür, das habe ich jetzt speziell nochmal angefragt, weil ich das sehr witzig fand, Teasies, Digga, wirklich, die hauen da einfach so 423 und wenn man die Frage natürlich einfach mal eine andere nimmt und dann diese lustige 423 kommt, die ja auch schon so im Original schon lustig war, gefährliche Kombination, ja. Teasy McFreezies, ja, also mir wäre es aber auch, ey, safe. Nur, um das zu sagen, ne, so Holz unterwegs sein in so Momenten, wo Aufregung ist, Kameras überall, alles sind Leute. Das passiert jedem Mal, ne, also definitiv, aber sehr funny. So, jetzt gehen wir nochmal an die Scheibe, schauen, ob das, was gestern war, wieder nur ein Zufallsprodukt war oder ob wir diese Leistung konstant abrufen können. Mein Ziel ist es, mindestens einen 70er-Leg zu machen und Nuncio zu schlagen. Ganz einfach. So, da kommt auch schon der FaceTime-Anruf. Ei, ei, ei. Ist der heiß? Schauen wir mal. Ist das denn? Hallihallo. Hallihallo. Hey, Mensch. Sag mal, bist du bereit oder was? Du, ja, ich bin bereit. Ich habe ein Ziel heute, dich zu schlagen, wieder. Ich muss die Leistung von gestern wieder abrufen. Also besser gesagt von vorgestern. Stimmt, gegen Marius war ja schon... Oder war Marius auch gestern? Ja, auch gestern. Auch gestern. Das Spiel, da muss ich anknüpfen. Juti. Na dann, GG's. Fucking Topform. Ich rasier dich. Heute mal aber ohne Kamera. Mich würde aber mal interessieren generell an die, die die Vlogs schauen. Wollt ihr, wenn ich da zucke, das eigentlich sehen? Oder reichen kleine Auszüge? Oder sagt ihr, ey, diese Spiele sind sogar ganz spannend? Oder lasst es generell sein, Junge. Es ist 1.30 Uhr. Ich habe 2 Best of Tens gegen Nuncio gespielt und beide verloren. Beide 6-4. Ich bin sauer. Bin so sauer. Bin richtig sauer. Die Finishes und die Unkonstanz, das macht mich fertig. Ich muss noch viel trainieren, ganz viel trainieren.